Willkommen! In diesem Video erhalten Sie einen Überblick über die Vorstellung Gruschkas zur Didaktik. Zunächst einige biografische Daten. Gruschka wurde 1950 geboren. Nach dem Abitur studierte er Pädagogik, Psychologie und Philosophie in Münster. Dort arbeitete er nach dem Abschluss bei Blankertz und konnte sich promovieren und habilitieren. 1990 übernahm er die wissenschaftliche Leitung eines Schulforschungsprojekts zur Kollegstufe in Nordrhein-Westfalen, an dem er zuvor schon mitgearbeitet hatte. 1994 wurde er zum Professor in Essen berufen. Seit 2000 arbeitet er an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Gruschka hat somit eine klassische wissenschaftliche Karriere hinter sich. Dies schlägt sich auch in seinen Gedanken zur Didaktik nieder, in welchen eine starke Orientierung an Wissenschaft sichtbar wird. Grundsätzlich sieht Gruschka, Blankertz folgend, die Aufgabe der Pädagogik darin, die Ansprüche der objektiven Welt mit dem Recht auf Selbstsein des Subjekts in Einklang zu bringen. Die Didaktik habe die Aufgabe, die Vermittlung zwischen Objekt und Subjekt angemessen zu gestalten. Um diese Vermittlung erfolgreich durchzuführen, müsse der Didaktiker wissen, erstens, welchen Bildungsgehalt ein Objekt habe, zweitens, unter welchen kognitiven und affektiven Bedingungen es angeeignet werden könne, drittens, unter welchen Voraussetzungen die Aneignung misslinge und viertens, wie die Lernenden ihre Bildungsinteressen auf das Objekt beziehen. In aktuellen didaktischen Modellen sieht Gruschka keine angemessene Darstellung des Vermittlungsproblems, da diese implizit schon voraussetzen, was Didaktik sei. Insbesondere das didaktische Dreieck kritisiert er als stark vereinfachend und erweitert es zu einer Pyramide. An deren Spitze steht weiterhin der Gegenstand. Auf der Vorderseite bleiben Lehrer und Schüler die relevanten Kategorien. Die Erweiterung besteht nun darin, eine Hinterbühne hinzuzufügen, auf der sich jeweils die Vorverständnisse der Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer vom Objekt befinden. Erfolgreicher Unterricht gelinge, wenn der Didaktiker den Gegenstand so aufbereite, dass die Lernenden ihn erschließen könnten. In dieser Aufbereitung käme es aber zu einer Zurichtung des Gegenstandes, sodass sich der Unterrichtsgegenstand vom realen Objekt unterscheide. Gruschka nennt hier vier Unterschiede. Erstens sei der Unterrichtsgegenstand frei von den Implikationen, die die wissenschaftliche Bearbeitung des Objekts mit sich bringe. Zweitens sei er am Ergebnis eines Erkenntnisprozesses orientiert und nicht am Prozess des Problemlösens. Drittens orientiere er sich am Lehrplan und schnellen Themenwechsel. Und viertens sei er in eine disziplinäre Struktur eingebettet, auch wenn das eigentliche Objekt nicht disziplinär konstituiert wäre. Bei Gruschka steht ein zu vermittelndes Objekt im Zentrum der Didaktik. Um dieses erfolgreich didaktisch aufbereiten zu können, müsse der Lehrer den Bildungsgehalt des Objekts, die Bedingungen gelingender und misslingender Aneignung sowie die Bildungsinteressen der Lernenden kennen. Bei der Aufbereitung durch den Lernenden käme es jedoch zu einer Zurichtung des Gegenstandes. Der Unterrichtsgegenstand sei nicht mehr das Objekt selbst, sondern repräsentiere dieses nur. Als Differenz zwischen Objekt und Unterrichtsgegenstand nennt Gruschka die Befreiung von wissenschaftlichen Implikationen, Ergebnisorientierung, Lehrplanorientierung und disziplinäre Einbettung. Bei Andreas Gruschka lassen sich eine starke Orientierung an einer wissenschaftlichen Aufforderung von Welt erkennen. Im Zentrum seiner Didaktik steht das Eigenrecht des Gegenstandes. Aufgabe der Didaktik sei es nun, für eine gelingende Aneignung durch die Schülerinnen und Schüler zu sorgen. Hierfür nennt Gruschka vier Wissensaspekte, die didaktische Theorien seiner Meinung nach erfüllen sollten. Unter anderem die Herausarbeitung des Bildungsgehaltes des Gegenstandes. An dieser Stelle bleibt er allerdings eine explizite Bildungstheorie schuldig,
die Kriterien für die Bestimmung des Bildenden liefern könnte. Als zweite wesentliche Leerstelle kann man Gruschkas Kritik an den aktuellen Modellen auch gegen ihn wenden. In demselben Maße, in dem Gruschka die fehlende Berücksichtigung der Transformation des Gegenstandes in den anderen Theorien beklagt, muss bei seiner Konzeption nachgehakt werden, ob die Vorstellungen von Lehrenden und Lernenden nicht zu einfach gedacht sind. So erweitert er das didaktische Dreieck um eine Hinterbühne, die die Vorstellung der Akteure vom Gegenstand mit einbezieht, die die Vorstellung vom jeweils anderen aber ausklammert. Wenn Didaktik vor allem als Vermittlung definiert wird, müsste doch zum Beispiel das Bild, das der Adressat vom Vermittler hat, eine Rolle spielen. Solche kommunikationstheoretisch-konstruktivistischen angehauchten Gedanken finden sich bei Gruschka allerdings nicht.